Bistum gibt's einen Keuschheitsverein von 7 Pastorenfrauen. Die laden öfters die Mitglieder ein ins Gasthaus zum römischen Pfauen und wettern gegen die Fleischeslust. Und die eine hat, die schlägt an die Brust: Die Ehe ist doch kein Vergnügen, sondern da, um Kinder zu kriegen, in des drei Teufels Namen. Amen. Einst kam in das Gasthaus zum römischen Pfau ein Herr mit seiner jungen Frau, der sich's, wie's der Zufall grad fügte, vergnügte. Das Zimmer stieß gerade an jenes Lokal, in dem mit seiner hohen Moral der Keuschheitsverein, der besagte, tagte. Und plötzlich in einer Redepause, man nahm nämlich gerade die Kaffeejause, tönt's aus dem Zimmer nebenan. Das erste Mal wäre es getan, zweite Mal glücken, musst du schon fester dagegen drücken. Der Schreck war einfach nicht zum Sagen. Der Frau Präsident hat die Red verschlagen. Und nur die Frau Vize rief, dieses sei die unerhörteste Sauberkeit, die überhaupt könnte passieren. Und da müsse man intervenieren. Und während man nach der Türe sucht und drin das korrupte Paar verflucht, tönt's aus dem Zimmer bittend mild: Schnuckelchen, sei doch nicht so wild. Da siehst du, jetzt hat sich das Hemd mit seinen Spitzen eingeklemmt. Da hat's gekracht, die Tür ward aufgebracht. Da machte das Paar drin in Ruhe den letzten Reisekoffer zu. Vom Keuschheitsverein eine jede Frau stand da und ward vor Staunen stumm. Es ging ihnen nämlich ganz genau wie dir, verehrtes Publikum. Das Frauchen dreht sich um und lacht. Was haben Sie sich denn dabei gedacht? In des drei Teufels Namen. Ah.